Red Bull München will zum dritten Mal das Red Bull Salute gewinnen. Dafür braucht es im Halbfinale einen Sieg gegen den slowakischen Rekordmeister, gegen den HC Košice. Und die starten mutig in die Partie, scheitern hier an Danny Austenbeck. Dann übernimmt aber das Team in Dunkelblau das Kommando. Siebte Minute, Yasin Elis macht's, wie ein Frechdachs es eben macht. Ganz genau hingeschaut, schießt da den gegnerischen Torhüter Kuscharistan an und trifft dann dadurch zum 1:0. Von dessen Körper geht die Scheibe ins Tor. Die Führung für die Münchner. Und sie machten weiter. Richtig viel Druck. Jonathan Blom, einer der Neuen, der es da probiert. Vorher schon Smith mit der Möglichkeit. Und weiter Einbahnstraßen, Eishockey Street. Auch der ist neu mit Tiffels. Auch der ist neu für Blom. Auch der ist neu. 2:0. Wunderbar herausgespieltes Tor. Na, wenn das mal nicht der Standard wird bei diesen Neuzugängen. Wunderbar herausgespielt. Da können sich die Münchner Fans auf große Qualität freuen. Tiffels, der Nationalspieler, mit der Übersicht. 2:0 dann durch Blom. Das war auch das Ergebnis. Nach den ersten 20 Minuten im zweiten Abschnitt spielte nur München. Und das teilweise richtig, richtig attraktiv. Erst ist es Trevor Parks. Nach toller Kombination mit Street, der am Torhüter scheitert. Dann Elis, der diesen Alleingang nicht verwerten kann. Nächster Konter, nächste Überzahlsituation, aber auch Gogola zu ungenau, zu zentral. Keine Tore tatsächlich im Mitteldrittel, also weiter 2:0 Führung für München vor dem Schlussabschnitt. Und dann passiert das, was keiner haben wollte. 46. Minute, Romantschik und dann noch abgefälscht wohl von Kluvek. Und dann steht es nur noch 1:2 aus Sicht der Slowaken. Sie sind wieder dran und tatsächlich auch in der Folge am Drücker. Beste Phase von den Slowaken, die hier fast zum Ausgleich kommen. Pfostenknaller von Beres Kokov. Da wäre es fast zu weit gewesen. Aber München schwimmt sich in der Folge nochmal frei. 4 Minuten vor dem Ende. Überzahlsituation und Smith schießt wieder einen Slowaken an. In dem Fall Kevin Tensey, der kanadische Verteidiger, der den Puck ins eigene Tor ablenkt. Und so steht es wieder etwas beruhigender. 3:1 für die Münchner. Clever gemacht vom Ex-Mannheimer und jetzigen Münchner. Ja, Tensi weiß, das dürfte es wohl gewesen sein, denn dann kommt relativ zeitig die Entscheidung. Street und Tiffels ist noch dran. Wieder 2 Neuzugänge im Zusammenspiel. Tiffels zeigt an, bei wem er sich zu bedanken hat. Das Tor geht auf sein Konto. Tiffels mit dem 4:1. München gewinnt dieses zweite Halbfinale, zieht ein ins große Finale, trifft da auf den tschechischen Vertreter, auf Billy Digeji Liberec, und spielt dann eben um den Titel beim Red Bull Salute.